Morgen, hier ist er, der Dutchman. Ja, so ähnlich begrüße ich seit 2 Jahren meine Zuschauer und gleich 2 Antworten vorneweg. Ja, das ist meine Stimme. Und sowas hat man selten mit 14, 18 oder 22 Jahren, aber mit 48 ist das durchaus normal. Hier beim Mach's dir selbst auf dem Kanal von Let's Promo möchte ich die Latte mal etwas höher legen. Junge, aus der Nummer kommst du nie wieder raus. Ich meine hier allerdings die grafische Präsentation. Nicht so laut. Let's Plays mache ich, wie gesagt, seit 2 Jahren. Mit dem Videomachen angefangen habe ich allerdings 2005 mit Trackmania. Da war ich fast 6 Jahre sehr aktiv als Videomacher, als auch Kommentator in der Videoszene, habe Videos bewertet, Tutorials gemacht und war sogar im Deep Silver Forum Moderator und habe im T-Maniacs Blog unter dem Pseudonym Quentin TMTino eine wöchentliche Kolumne zu Trackmania Videos geschrieben. Der eine oder andere kennt den Namen vielleicht noch. Das Zugpferd auf meinem Kanal ist Minecraft, allerdings kein 0815 Let's Play von der Stange, da ich so ziemlich alles anders mache, was man anders machen kann. Das fängt schon mal damit an, dass es kein Let's Play ist, sondern ein Let's Showplay. Den Namen habe ich erfunden, es ist einfach eine Mischung aus Let's Show und Let's Play. Das heißt, ich baue und farme zum Beispiel offscreen und zeige das dann in einer anderen Folge. Was machen wir noch? Ich mache abgeschlossene Folgen, richtig, mit Intro, Begrüßung und Verabschiedung, die auch nicht die üblichen 15 oder 20 Minuten lang sind, sondern mittlerweile eine Länge von ja, 45 bis 60 Minuten erreichen. Daher auch mein Beiname, der Godfather auf Überlänge. Die Welt wird seit über 2 Jahren bespielt, ist mittlerweile ungefähr 11.000 mal 6.000 Blöcke groß. Das Safe Game ungefähr 300 MB. Der Audiokommentar wird mal live eingesprochen, also mal direkt beim Spielen aufgenommen, mal extra aufgenommen, dass ich also hinterher kommentiere, wie man es zum Beispiel bei einem Commentary macht. Mal spreche ich über das, was ich gerade im Spiel mache, mal aber eben auch über ganz andere Themen. Das Let's Showplay ist also dann auch so eine Art Vlog, wo ich mal über Bücher spreche, teilweise sogar vorlese, auch mal Kanal- oder Videoempfehlungen gebe, über YouTube oder sonst was mal auslasse. Da gibt es also immer wieder unterschiedliche Themen, auch innerhalb eines Videos springe ich da manchmal ein bisschen hin und her. Es gibt alle 50 Folgen eine Zusammenfassung, was in diesen 50 Folgen geschah, nämlich den Let's Showplay Marathon, damit also die Leute, die später dazu gekommen sind, auch die früheren Teile ja ein bisschen nachvollziehen können, mitkriegen, was da so alles passiert ist, ohne dass sie alle Folgen sehen müssen. Es sind inzwischen nämlich über 200 Stunden, die ich da hochgeladen habe vom Let's Showplay Minecraft. Alle 50 Folgen gibt es außerdem auch die Map zum Download und nicht immer, aber so ab und zu mal eine Mitbauaktion, bei der sich die Zuschauer also die Welt herunterladen können und in meiner Welt irgendwo etwas bauen können und das vorstellen können in der Videoantwort und den einen oder anderen Bau übernehme ich dann auch in meine Welt. Neben so viel Minecraft bleibt natürlich nicht viel Zeit für anderes, aber das eine oder andere ist im Laufe der letzten 2 Jahre doch zusammengekommen. Zum Beispiel die Reihe Trackmania Regie-Kommentar, in der ich meine alten Trackmania-Videos nochmal kommentiere, ein bisschen über den Einsatz von Musik, von Schnitt, von Effekten bei der Videobearbeitung spreche, das Ganze so ein bisschen erläutere, was ich damals alles gemacht habe, was ich mir dabei gedacht habe. Flatout 2 ist bei mir auch vertreten auf dem Kanal, die Ode an die sparlose Kaltverformung, die Hymne an das fliegende Blech. Ich habe die Derby-Serie Let's Played, vielleicht machen wir, wenn genug Nachfrage ist, mit den anderen Serien auch noch weiter. Ihr seht hier einen Skin
den ich selber gemacht habe. Ich habe also das Auto selber lackiert, ich habe auch ein paar Werbetafeln ausgetauscht. Sowas mache ich ganz gerne, um mich halt ein bisschen abzuheben, einfach weil ich es kann. Ein anderes Projekt ist Herrscher der Meere aus dem Jahre 1997, ein DOS-Strategiespiel, bei dem es darum geht, Schiffe zu bauen, damit über die Meere zu fahren, Produktionsstätten aufzubauen an den verschiedenen Häfen, die Waren dann zu transportieren und zu verkaufen und sich natürlich der Konkurrenz zu erwehren, sprich sie auf den Grund des Meeres zu schicken. Ja, obwohl das Spiel recht alt ist, finde ich das Gameplay einfach sehr interessant und fesselnd. Hab's über die Jahre immer wieder hervorgekramt und gespielt und jetzt let's play ich es eben. Eine andere Sache, die vielleicht noch kommt, na, der eine oder andere erkennt es vielleicht, Burnout Paradise, ebenfalls ein Fun Racer. Es geht wieder darum, das Blech fliegen zu lassen und kalt sparenlos zu verformen. Das steht so auf der Liste, das habe ich mit als nächstes vor. Ihr werdet also bei mir kaum Spiele finden, die andere Let's Player spielen und zeigen. Herrscher der Meere ist zum Beispiel ziemlich einmalig. Ich habe auch Diablo 1 Let's Played, als alle anderen Diablo 3 gezeigt haben. Und ein besonderes Projekt, was mir also sehr am Herzen liegt, was ich schon seit 2 Jahren, seit ich Let's Play zeigen möchte, ist auch ein älteres Spiel aus der Zeit, als 3D noch mit einer extra Hardwarekarte gemacht wurde, nämlich Interstate 76. Der eine oder andere, wie gesagt, erinnert sich auch vielleicht wieder daran. Ja, das möchte ich auch Let's Playen, habe es vielleicht sogar schon angefangen, wenn dieses Video auf dem Kanal von Let's Promo veröffentlicht wird. Geiles Spiel, geiles Setting einfach, geil auch die Atmosphäre getroffen, so in den 70er Jahren, Ölknappheit und die Selbstjustizler in Texas haben sich da Kanonen auf ihre Autos montiert. Tolle Kombination, Autos und Kanonen, selten, aber hier richtig gut umgesetzt. Das war's soweit von mir, ihr wisst, was ihr zu tun habt.